Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Syndrome und hier wird es ein bisschen gruseliger und ein bisschen dunkler. Ist ein bisschen angelehnt an System Shock 2, was ein richtig gutes Spiel ist und eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe nur ein bisschen mal auf Steam die Trailer angesehen. Ich fand es erstmal ziemlich interessant. Ich hoffe, ihr seid dabei und begleitet mich so ein bisschen. Auf geht's. Okay, ich denke, das ist der Ladebildschirm. Ja, ich liebe Ladebildschirme. Trotzdem sollte man doch irgendwie sehen, dass was geschieht hier. What happened? So, ja, wir sind noch ein bisschen benebelt. Ich kann mich aber bewegen. Ja, jetzt geht's auch schon wieder. Es ist eine Kryokammer. Das heißt, hier drin haben wir dann geschlafen. Okay, komfortabel ist ein bisschen was anderes. Was haben wir hier? Emergency Awaking. Ja, wir wurden ja scheinbar vom Computer jetzt extra aufgeweckt. Aufgewacht ist gut. Hier können wir interagieren. Ich versuch's mal. Trent Galen, das sind wir. Einheit 6. Alle anderen sind schon verstorben. Das ist natürlich sehr schön. Tür aufschließen. Okay. Sind wir vielleicht der letzte Versuch? Man weiß es nicht. Ja, die Maus-Sensitivity ist ein bisschen hoch. Ah, ich denke mal, das geht noch. Finden heraus, was los ist. Ich würde sagen, wir gehen mal nach links. Ja, ich gucke mal, ob man sich ducken kann. Solar flare detected. Blast shutters need to be closed immediately. Ja, wo denn? Solar flare, also so eine Sonneneruption. Moment, hier kommen wir doch. Ne, hier kommen wir nicht her. Beziehungsweise, ja, okay. Ein Solar Flash ist keine Eruption, sondern Ausstoß von Plasma. Und Strahlung natürlich. Sollte man nicht im Weg sein, wenn er dann auf einen trifft. Aber ich denke mal, wir haben noch einen Moment. Deswegen, ich gehe nochmal rechts. Einfach mal, um zu gucken, was hier so ist. Das Spiel ist von 2016. Grafisch ganz okay. Also ich weiß, dass es hier auch ziemlich fiese Gegner gibt. Ich möchte ihn jetzt gerade am Anfang nicht in die Fänge rennen.
Okay. So ein bisschen aus wie Munition oder irgendwelche Behälter. Oh, blaues Licht. Was tut es? Okay, wir haben auf jeden Fall Alarm. Aber ich denke mal, wir müssen nicht extrem schnell jetzt reagieren. Oh, schöne Tastatur. Wir können auch rennen aufs Shift. Oh, die Sensitivity. Ich stelle mal kurz die Sensitivity ein kleines bisschen runter. Ich glaube, sonst wird man ein bisschen wahnsinnig, wenn man dazu guckt. Also es muss sofort das letzte Shot hier geschlossen werden. Da war doch jemand, oder? Ja, okay, hier wäre man dann reingekommen. Also wir haben keine Waffen, wir haben gar nichts gerade. Rüberlehnen können wir uns nicht. Ich versuche mal was zu hören, aber gerade... Nee. Sprengschutz. Manuelle Schließung ist ratsam. Fenster schließen. Ah, okay. Wir machen die Schotten zu, sozusagen. Dass wir so ein bisschen der Strahlung entgehen können. Wow! Das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Was haben wir denn hier? Textlog. Ist das? Chantilly ist das. Im Jahre 2189 befinden wir uns. Ich hasse diesen Job. Ich hasse es, die besten Jahre meines Lebens auf einem Schiff zu verbringen. Das ist wirklich nichts für mich. Naja, aber die Bezahlung ist gut. Ich verdiene 10-mal so viel, als was ich am Dock kriegen würde. Ja, aber macht auch nur Sinn, wenn man lebend wieder zurückkommt. Warning. Solar flare detected. Blast shutters need to be closed immediately. Was? Das habe ich doch gerade gemacht. Oh, da gibt es hier ganz viele. Also ich habe die Lautstärke gerade relativ laut. Das heißt, wenn hier gleich etwas knallt oder so, kann es durchaus passieren, dass ich hier irgendwie vom Stuhl hüpfe. Ich finde die Atmosphäre jetzt schon gut. Ah, hier haben wir noch was. Okay, das ist so eine Scan-Einrichtung, ne? Wahrscheinlich medizinisch, ja. Zugriff verweigert, Schiff sichern. Okay. Marius R. Die Firma möchte, dass wir ein Militärteam wahrscheinlich von einem Mond in der Nähe abholen. Ich mag keine unerwarteten Detours. Doch sie bieten einen netten Bonus. Sie werden nur die Fahrt über hier sein, also ist es die zusätzliche Zeit wert. Vielleicht. Also scheinbar haben die sich irgendwas an Bord geholt, also irgendwelche Leute. Was? Wieso geht das aus? Zu? Chain Control, was haben wir hier? Kern. Ja, ich hab's doch zugemacht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah, hier. Ja, auf jeden Fall, hier ist noch alles auf. Ich mach's mal zu. Sehr gut. Jetzt ist alles sicher. Natürlich. Wir gehen mal Richtung Lobby. Also wir wissen ja momentan noch... Ach, Tür verschlossen. Wir wissen ja momentan noch gar nicht, was hier los ist. Also macht es Sinn, nach Überlebenden zu suchen, wenn denn welche da sind und die uns freundlich gesinnt sind. Das wissen wir natürlich auch nicht. Ich gucke nochmal kurz in die Steuerung. Hm, nee.
Steuerung und dann möchte ich gerne sehen. Ich möchte doch die Tastaturüberlegung sehen. Hier gibt es noch Maus und Controller. Okay. Warum das so ist, weiß ich nicht. Was gibt es denn in Inventory? Ich guck mal die F-Tasten. Ob wir hier was machen können? Nee, können wir nicht. 1, 2, 3 auch nicht. Also ich hätte ganz gerne irgendwie so ein... Ah, hier. Verlasse den Bereich. Ist auf L. Müssen wir uns merken. Hier waren wir schon, ne? Können wir jetzt hier was machen? Sicherheitssystem. Sehr schön. Schifflock. Log 893. Leiter Ryler war heute hier und hat uns befohlen, mit dem Scanner der Anomalie aufzuhören. Mit dem Scan der Anomalie. Das ist äußerst irregulär und wird ordnungsgemäß gemeldet. Also wir haben also eine Anomalie irgendwo entdeckt, haben die gescannt und haben damit wieder aufgehört. Vielleicht sollte man mit Log 890 anfangen. Alle Systeme sind betriebsfähig, es gibt nichts zu melden. Ungewöhnliche Ablesungen wurden heute detektiert. Wir waren nicht in der Lage herauszufinden, was die Ursache dafür ist. Steve fand heraus, dass die Ablesungen aus dem unteren Dock des Schiffes stammen. Die Ablesung ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler, ne? Wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Daten, die hochgekommen sind. Crew-Status. Haha, das sieht doch sehr schön aus. Gesund 7, krank 0. Von den 7 Gesunden sind 3 verletzt und 343 sind bereits tot. Das ist nicht so schön. Sicherheit. Lobbyausgang gesichert. System gesichert am 19.05.2321 von Trent Gale. Das sind wir. Okay, wir haben gerade alles nochmal gesichert. Heißt aber auch, die noch leben, hätten ja auch ein Interesse daran weiterzuleben. Also hätten die das eigentlich auch machen müssen, was wir gerade gemacht haben, wegen dem Solar Flare. Eigentlich müssten die unterwegs sein. Zumindest die, die nicht komplett verletzt sind. Eine Map wäre nochmal ganz gut. Oh, der Sound. Den haben sie schon mal echt gut gemacht. Eine Map haben wir nicht. Keine Taste funktioniert wirklich dafür. Mission. Verlasse den Bereich. Diese... Was? Ich habe gar nichts gemacht. Die Karte ist nützlich, um eine Orientierung zu bekommen. Du kannst mit der Tab-Taste prüfen. Ich habe Tab versucht. Scheinbar waren wir gerade zu langsam. Der lädt da unten. Scanning for possible contaminations. Is anyone there? Can anyone hear me? I'm here. Who's this? This is Commander Naomi. I'm part of the Marine Detachment aboard the Valkenburg. Identify yourself. I'm Galen. Officer Galen? We thought you were dead. I just woke up from cryosleep. My mind is a blur. I don't know what's going on. How long have you been asleep? I'm not sure. I don't remember much. Most likely the effect of cryosleep. You should be okay in a few hours. I hope so. Where is everyone? Something really bad has happened on the ship. Bad? What do you mean? Galen, I need you to focus. I'm locked in the lower floor of the ship with some of my men. We need you to restore power. Are you able to do this? I'll try, but... Be careful. Trust no one. I must break contact or they'll find us. They? Who's they? Scan vollständig. Erinnert mich schon so ein bisschen an System Shock. So. Ich hätte so gerne eine Waffe.
Ja, Grafik ist aber okay, muss ich schon sagen. Ah, jetzt kann ich die Karte öffnen. Okay. Gut, wir sind da unten. Wir können jetzt hier aber nichts drücken. Was haben wir denn? Steuerung, Systemräume, Chemielabor, Physiklabor. Oh, das ist aber alles schön. Maschinenraum 13. Okay, das ist alles auf dem auf dieser Deck hier. Okay. Wir stehen hier auf dem Maschinendeck. Kann ich auch schleichen? Nee, ne? Nee. Weil ich laufe relativ laut. Ich weiß noch nicht, was mich hier erwartet. Da ist doch schon mal ein Android oder sowas. Ob der uns freundlich gesonnen ist, weiß ich nicht. Wen haben wir denn? Kara N. Ich kann es nicht erwarten, Dave zu sehen. Ich liebe ihn so sehr. Es ist jetzt 2 Monate her. Wenn mein Transfer zur Station akzeptiert wird, werden wir uns näher sein. Ich kann es nicht ertragen, so lange von ihm getrennt zu sein. Oh. Tja, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Bewegt er sich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich möchte eigentlich ungern eine Konfrontation mit dem hier herausfordern. Der hat nämlich ein Rohr in der Hand. Das ist nicht so schön. Krankenstation. Ja, kein Zugang zum Fahrstuhl. Okay, da komme ich jetzt nicht hin. Ist er denn abgeschaltet? Ich weiß es nicht. Da vorne kommen wir auch nicht rein. In den Maschinenraum könnten wir. Und zu den Systemräumen. Ja, stelle den Strom wieder her, dann müssen wir wahrscheinlich zum Maschinenraum. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ah, Spiel speichern. Machen wir direkt mal. Cool. Das heißt, man kann nicht so speichern. Ah, der ist doch raus, oder? Kann ich das Rohr von dem vielleicht haben? Wir haben ja gerade gespeichert, jetzt bin ich ein bisschen mutiger. Nee, wir können nichts machen. Aber ich glaube, das ist nur ein Raum, ne? Crawling in my mind. We are all dead. Hm. Ja, das sieht auch nicht gut aus hier. Textlog. Marius R. Dr. Fauberg stört mich weiterhin mit psychologischen Berichten meiner Crew. Er mag sie nicht, so wie ich es tue. Wir sind wie eine perfekte Maschine. Ich, das Schiff und die Crew. Sie sind einfach nur müde. Wir können mit allem umgehen. Das sieht nicht so gut aus hier. Konsolenzugang. Sicherheitssystem. Sollten wir das aktivieren? Also ich könnte mir vorstellen, also bei System Shock 2 mit Xerxes wäre das keine gute Idee. Und vielleicht kommt dann auch dieser Roboter hier hin. Ich möchte es gerade eigentlich nicht machen. Nee, nee, das lassen wir erstmal. Ich denke wirklich, dann kommt der Roboter hier hin. Und da haben wir gerade noch keine Schnitte gegen. Sicherheitsschlüssel. Ja, jetzt haben wir auch ein Inventar. Ja, ich denke mal, so benutzt man. Tablet. Ich möchte es gerade wirklich nicht aktivieren. Kryo-Schlafzimmer, Maschinenraum. What the? Boah, diese Sounds. Ist da irgendwas in der Decke? Scheiße. Sind das echt nur Sounds oder ist wirklich hier jemand? Ich weiß es nicht. Die Bewegung sehe ich jetzt gerade nicht. Dem geht's nicht so gut hier.
Hier können wir jetzt gerade nichts machen. Ist das halt auch so Kryokammern? Ich weiß es nicht. Aber hier ist ja auch keiner drin. Maschinenraum, da kommen wir auch gerade nicht rein. Hm. Was mache ich hiermit? Hilfsterminal, manuell überschreiben. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich will hoffen nicht, also ich hoffe jetzt nicht, dass dann jetzt dieser Roboter da uns entgegenkommt. Ich weiß zwar nicht, wo es hier hingeht, aber ich denke mal, wir müssen hier lang. Ach, da kommen wir nach hinten in den Maschinenraum, denke ich mal. Oder hätte ich... What? Now I'm hearing things. Okay. Oder wo führt das jetzt hin? Also die Atmosphäre ist klasse, ist jetzt schon absolut klasse. Das ist das Gegenstück von dem, wo wir gerade waren. Hilfssystem 2. Ist das denn der Strom? Ich möchte den Strom eigentlich ungern anschalten, ne? Nachher fliegen jetzt wirklich da uns irgendwelche Sachen hier um die Ohren. Kommen irgendwelche Sicherheitsroboter, Wartungsroboter, die uns da auseinandernehmen wollen. Uns kommt doch jetzt was entgegen, oder? So ein langer Gang. Ist der Wartungsroboter noch da? Ja. Ich bin weg. Zuckt noch ein bisschen, ne? Ob wir Waffen hätten. Kann ich da jetzt vorbei?